In der Regel können Sie sich auf den automatischen Weißabgleich Ihrer Kamera verlassen. Es gibt jedoch Situationen, da sollten Sie den Weißabgleich manuell vornehmen. Wann ist das der Fall und was müssen Sie tun? Damit befasst sich das vierte Kapitel. Ja, wann ist die Farbe im Bild die richtige? Wann ist Farbe richtig? Es gibt einmal diese gefühlte Farbe. Ich nehme mal ein Beispiel, wir sind im Urlaub in einem schönen warmen Land, ein Glas Wein, tolle Musik, warme Temperaturen, Sie sind gut in Stimmung, Sie fotografieren einen Sonnenuntergang und zwischen der gefühlten Wärme, die Sie wahrnehmen, und der kühlen Bildwiedergabe ist dann doch so eine gewisse Diskrepanz. Das kann man natürlich ändern, indem man den Weißabgleich entsprechend korrigiert. Es gibt aber auch Situationen, da passt es so gar nicht. Nämlich immer dann, wenn Sie verschiedene Farbtemperaturen haben oder wenn Sie Ihr Auge mal wieder betrügt. Das Auge sieht ganz anders, sieht die Farben ganz anders, nimmt die Umgebung ganz anders wahr, als wie es die Kamera tut. Mit anderen Worten, manchmal gibt es eine kleine Diskrepanz, manchmal etwas größere und da kann man natürlich etwas dagegen tun. Und dafür brauchen Sie kein RAW-Format, das machen wir direkt in den Weißabgleichseinstellungen der Kamera. Um mal die Bälle flach zu halten, in den meisten Fällen wird der automatische Weißabgleich Ihrer Kamera das tun, was er tun soll, nämlich Bilder neutral wiedergeben, die Lichtstimmung und auch die Farben im Bild real wiedergeben. Schauen Sie sich dieses Bildbeispiel an. Hier sehen wir ja verschiedene Farben des Wassers und ich darf Ihnen garantieren, genauso habe ich es auch gesehen, dieses braune, sprudelnde Wasser im Vordergrund, das Weiß ist erhalten geblieben, so soll der Weißabgleich arbeiten, so wünscht man sich das, die Aufnahme entspricht dem, was ich gesehen habe. Bei dieser Aufnahme sieht es etwas anders aus. Wir haben zwei unterschiedliche Farbtemperaturen, das ist bedingt durch das Kunstlicht, im Hintergrund hier eher dieses bläuliche Licht und es ist dadurch entstanden, dass ich mit einem Blitzgerät den Vordergrund aufgehellt habe. Das heißt, die Kamera hat also eindeutig hier den Weißabgleich auf das Licht im Vordergrund gelegt und die Aufnahme ist hier auch sehr neutral zu sehen. Das Hintergrundlicht fällt entsprechend ab. Das hätte auch genauso gut rötlich oder grünlich oder gelblich sein können. Das hängt jetzt mit der Farbtemperatur dieser Umgebungslichtquelle ab. Was ich aber damit sagen will ist, ein Farbstich kann durchaus gewollt sein. Also einen Sonnenuntergang neutral zu korrigieren, ist genauso unsinnig wie eine Kerzenlichtstimmung. Mein Tipp, erstellen Sie immer eine Aufnahme mit dem automatischen Weißabgleich, schauen Sie sich Ihre Aufnahme an und falls notwendig, korrigieren Sie Ihre Aufnahme. Oder Sie fotografieren parallel im JPEG und RAW, experimentieren im JPEG und können in Ruhe zu Hause in der Software die Korrektur der RAW-Aufnahme vornehmen. Ja, neben dem automatischen Weißabgleich, quasi der Standardeinstellung Ihrer Kamera, gibt es noch andere Möglichkeiten, die Farbtemperatur des Lichtes am Aufnahmeort abzustimmen. Sei es ein fixer Wert wie bewölkt oder Sonne oder Glühlampenlicht, sei es ein Kelvinwert, also die Farbtemperatur nach Zahlenwert. Beispiel, Sie haben bestimmtes Studiolicht, das hat eine bestimmte Farbtemperatur, Sie kennen diese Farbtemperatur, dann können Sie die an der Kamera entsprechend vorgeben. Oder eben dann die Möglichkeit, bei Tabletop-Aufnahmen zum Beispiel die Farbtemperatur über eine neutral weiße oder graue Fläche zu ermitteln und dann entsprechend zu speichern. Sie können die Einstellungen von den Weißabgleichen natürlich im Hauptmenü vornehmen. Da ich aber diese Option sehr häufig verwende, habe ich mir den Weißabgleich in mein i-Menü gepackt und zwar gleich an erster Stelle hier, wie hier zu sehen. Die Standardeinstellung ist WBA0, das heißt, hier haben Sie also einen ganz normalen automatischen Weißabgleich. Und wenn Sie jetzt genauer hinschauen, dann sehen Sie diesen kleinen Pfeil, der nach unten zeigt. Und Sie können jetzt entweder touchen oder, so wie ich das hier mache, die untere Navigationstaste drücken. Und jetzt können Sie diesen automatischen Weißabgleich noch etwas genauer konfigurieren. In der Grundeinstellung versucht die Kamera, das Weiß im Bild wirklich weiß zu lassen. Ein Schritt nach rechts bedeutet, die Kamera versucht, die Atmosphäre zu erhalten. Und dass Sie das jetzt nicht sehen hier bei mir im Bild, liegt daran, dass wir hier im Studio mit neutralem Tageslicht arbeiten. Würden Sie jetzt mit einer anderen Lichtquelle arbeiten, dann würden Sie hier auf Ihrem Bild erkennen, dass das Weiß dann die Farbtemperatur des Umgebungslichtes annimmt, vielleicht sogar ein bisschen wärmer wird. In der dritten Position, warme Lichtstimmung, versucht die Kamera, das warme Licht am Aufnahmeort auch entsprechend warm wiederzugeben und reduziert entsprechend hier die Farbe Weiß.
Die Standardeinstellung ist in jedem Fall A0. Wenn Sie die Auswahl nach rechts oder links tätigen, dann gibt es weitere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal einen Schritt nach rechts. Hier ist die Einstellung Auto-Tageslicht, das heißt, die Kamera versucht, das Tageslicht zu berücksichtigen. Auch hier wieder der kleine Pfeil, der nach unten zeigt, in eine weitere Auswahl. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit den vier Navigationstasten, ich würde auch empfehlen, dafür die Tasten zu nehmen, hier nochmal den Weißabgleich insgesamt entweder in den rötlichen, also in den warmen Bereich zu verschieben, das können Sie jetzt sehr schön erkennen, oder eben genau entgegengesetzt auf die andere Seite über Violett bis hin in den kalten Bereich. Das heißt, Sie können hier Ihrem Weißabgleich noch einen eigenen Touch geben. Wenn Sie es also gerne insgesamt noch wärmer hätten, als wie es die Kamera vorgibt, dann nehmen Sie einfach hier eine entsprechende Einstellung vor. Vorsicht jedoch, denken Sie daran, diese Option wieder zurückzusetzen, damit Sie nicht versehentlich Ihre Aufnahmen mit einem komplett verstellten Weißabgleich machen. Übrigens können Sie sehr schön erkennen, oberhalb des A's befindet sich jetzt ein kleines Sternchen. Das ist der Hinweis darauf, dass hier am Weißabgleich gedreht wurde. Ich setze das Ganze jetzt hier wieder in die normale Nullposition zurück. Ja, gehen wir nochmal einen weiteren Schritt nach rechts. Jetzt kommen feste Kelvin-Werte. Wenn Sie einen Blick in die Anleitung werfen, dann können Sie die Kelvin-Werte auch entsprechend ablesen. Einmal für Sonnenlicht, einmal für den bewölkten Himmel, für Aufnahmen im Schatten, für Kunstlicht. Auch hier jedes Mal wieder dieses Farbfadenkreuz, nenne ich es mal. Also die Möglichkeit, auch hier eine entsprechende Feinjustage vorzunehmen. Da hat sich Nikon also wirklich ganz viel Mühe gegeben, um Ihnen alle Werkzeuge an die Hand zu geben, zu Bildern zu kommen, die die Farbe haben, die Sie sich vorstellen. Das Ganze zieht sich über Leuchtstofflampe, über das Blitzlicht bis hin zum K-Wert. Also wenn die Farbtemperatur der Lichtquellen in Ihrer Umgebung bekannt ist, dann können Sie über den K-Wert hier sehr, sehr genau die exakte Farbtemperatur bestimmen. Ja, probieren Sie es aus. Im Zweifel immer eine Aufnahme ins RAW-Format, damit Sie dann später noch entsprechende Korrekturmöglichkeiten haben. Ich setze jetzt den Weißabgleich wieder in die Standardeinstellung zurück. Ja, die linke Aufnahme habe ich mit dem automatischen Weißabgleich bei Tageslicht gemacht. Ich habe jetzt die Farben hier in meiner Präsentation ein bisschen übertrieben, damit Sie wirklich auch den Unterschied sehen. Habe so ein bisschen mehr Blau reingepackt und hier auf der rechten Seite dann der manuelle Weißabgleich. Ich habe mich hier entschieden, über den Kelvinwert zu arbeiten. Ich hätte natürlich auch eines der anderen Werkzeuge nutzen können. Ich gebe aber zu, dass ich mich aufgrund meines Berufes auch sehr stark mit dem Kelvinwert auseinandersetze, sowohl im Studio als auch wenn ich extern fotografiere. Deswegen ist für mich die Kelvinzahl immer der schnellste Weg, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.